Ja, endlich ist es soweit. Die Gastronomie, die kann aufsperren und auch ihr habt aufgesperrt. Da Roos, so heißt das Lokal. Gratulation zur Eröffnung. Und ein ganz besonderes Konzept liegt ja auch diesem Lokal zugrunde. Was hat es da auf sich? Also auf jeden Fall wollen wir das Konzept so rüberbringen, dass man hierher kommen möchte und nicht mehr gehen möchte. Deswegen werden wir auch, also wir bieten Business Lunches an, wir bieten Fine Dining an und danach kann man sich gerne noch von der Bar gute Drinks holen, gute Weine und genau, die Musik genießen und noch länger da bleiben. Gastronomisch wird ja einiges geboten, auch die Qualität des Essens ist ganz besonders, denn ihr habt ja auch wirklich in der Küche jemanden ganz besonderen und hochqualitativen. Ja. Das ist der Andi, Sebastian, und wir sind natürlich extrem stolz darauf. Er ist eine Bereicherung für uns und es war auch, von ihm aus kam das Konzept und sagt, hey, wollt ihr das nicht mit mir gemeinsam machen? Und deswegen haben wir wirklich ein tolles Team, muss man echt sagen. Und man kann es sich sehen lassen, wirklich, das ist unfassbar geworden. Ganz besonders und neu ist auch die Umgebung und die Lage hier in einem ganz neuen Viertel. Was hat euch zu dieser Entscheidung bewogen? Ich glaube, das war natürlich eine längere Suche, natürlich die Location auch zu finden. Aber sobald wir eben gehört haben, haben wir gesagt, hey, das ist eine super Location, die wollen wir nicht missen. Und haben natürlich direkt drauf zugegriffen. Leider durch Covid konnten wir nicht früh genug aufmachen, aber jetzt sind wir umso happier, dass es jetzt geht. Ja, du hast es gerade angesprochen, Covid hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt eine Öffnung mit Einschränkungen. Habt ihr euch da auch schon was überlegt? Wie geht es euch hier mit diesen Umständen auch? Ja, mit diesen Umständen, man muss halt mitspielen, ne? Aber wir haben draußen einen wunderschönen Schanigarten, der Sommer kommt ja auch jetzt und von daher sind wir da gut aufgestellt. Und wir haben so viel Platz, das heißt, die Gäste haben trotzdem genug Platz und viel Platz und man kann ab 28.05. dann auch schon auf unserer Webseite die Reservierungen eingeben und dann wird alles dort auch preisgegeben. Alles klar und man kann auch lang bleiben, die Sperrstunde, die wird auch erhöht und vielleicht zur späteren Stunde kann man vielleicht auch dann einmal tanzen. Ja, tanzen auf jeden Fall. Ich werde auch dafür sorgen, dass in Zukunft eine Liveband hier gespielt werden kann. Ich werde natürlich selbst auch auftreten, wenn ich da bin und genau, ja. Super, dann sage ich vielen herzlichen Dank, wünsche noch alles Gute und eine tolle Premiere. Dankeschön, danke fürs Kommen, danke.